Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich wundere mich ein wenig, wie wir die Debatte führen. Denn eines ist doch klar, die Chaosbilder am Flughafen von Kabul haben wir alle gesehen. Aber wir müssen doch mindestens hier in diesem Haus die Frage stellen, wie konnte es denn dazu kommen? Sind vielleicht 20 Jahre Krieg in Afghanistan eine der Ursachen, die im Übrigen nicht die Soldaten zu verantworten haben, sondern wir im Parlament? Denn wir haben dieses Mandat immer wieder verlängert. 20 Jahre Krieg, 59 tote Bundeswehrsoldaten, wurde hier mehrfach gesagt, dazu 6 tote Polizisten, zehntausende zivile Opfer. Wenn ich mir angucke, um welche Größenordnung es geht, 18 Milliarden sind rund ausgegeben worden für diesen Einsatz. Und was ist das Ergebnis? Die Taliban sind zurück und haben ihr feudalistisches Regime wieder errichtet. Das ist die Wahrheit. Und wenn Herr Röbekamp dann von einem Erfolg spricht, das ist doch kein Erfolg, das ist ein Chaos, was wir angerichtet haben. Dieser Einsatz ist gescheitert. Die Taliban sind wieder zurück. Damals haben sie nicht das ganze Land beherrscht und auch nicht alle Grenzübergänge. Aber heute beherrschen die das ganze Land und alle Grenzübergänge. Deswegen ist da wirklich mal die Frage, wie war denn noch der Satz, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Wo verteidigen wir denn jetzt? Das war ja offensichtlich dann doch eine falsche Herangehensweise. Warum reden wir nicht darüber? Ich glaube, dass das enorm wichtig ist, dass das genau der Punkt ist. Dann noch eine Bemerkung zu den Ortskräften. Ja, es ist weiterhin so, dass Tausende Afghaninnen und Afghanen gefährdet sind. Gefährdet. Natürlich hoffen wir alle gemeinsam, dass da nichts passiert. Und die warten auf Visa. Das sind Leute, die für die GIZ gearbeitet haben. Das sind Leute, die sich eingelassen haben und wo die Taliban heute sagen, das sind Kollaborateure und die müssen teilweise nicht nur verhaftet werden. Mit denen wird eben nicht nur nett umgegangen. Das ist eine glatte Lüge. Mit denen wird überhaupt nicht nur nett umgegangen. Und es sind im Übrigen auch viele, die es geschafft haben, Afghanistan zu verlassen und die heute wirklich extrem versteckt werden müssen. Wir haben eine Verantwortung. Es geht um Menschenrechte. Es geht um Rechte derjenigen, die den Versuch unternommen haben, ein anderes Afghanistan zu errichten. Und das genau war nicht erfolgreich. Herzlichen Dank. Jörg Nürnberger für die SPD-Fraktion ist der nächste Redner.